Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und Ranger meditiert nochmal kurz, denn wir müssen jetzt gleich hier nach Capitol Hill rein ins Kapitol und unsere Ziele, die sind Corporal Jankovic und Heidi Bullseye Weber. Die beiden müssen neutralisiert werden, damit wir hoffentlich endlich Jackie Arnold retten, Jack Arnold. Also wie gesagt, es ist für mich irgendwie so ein bisschen der Running Gag hier. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen vertan mit den Namen. Nichtsdestoweniger, wir müssen rein. Es hilft nichts. Wir müssen rein und uns hier durchkämpfen. Und da bin ich mal gespannt, weil jetzt haben wir natürlich hier Enge. Das macht es natürlich nicht leichter. Oh, da stehen sie schon. Da stehen sie schon. Und wollen sozusagen bedient werden. Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ja, dann lassen wir doch gleich mal Grünchen arbeiten. Ja, Drohne kommt nicht rein. Oh, da kommen schon zwei. Okay. Jetzt geht die Drohne rein. Mal schauen, ob da noch mehr kommt. Ja, da gibt es noch mehr. So, jetzt scheint aber die Luft frei oder die Luft rein zu sein. Okay, wo müssen wir lang? Wie gehabt, immer. Ah, ja, da ist ja... Kann man da schon hoch? Ah, geht es diesmal anders? Gehen wir sozusagen diesmal rückwärts die Sache? Ah ja, nicht schlecht, Herr Specht. Dann bin ich ja mal gespannt. Okay, dann werden wir erstmal das Geschütz hier unterbringen. Und zwar, wo denn am besten? Ja, hier. Oh, da wirft wieder einer mit Granaten. Das mag ich gar nicht. Aber das wisst ihr ja schon. So. Sehr schön, Freunde. So, jetzt haben wir den da drüben. Irgendwo habe ich so den Eindruck. Ja, ja, da kommen sie raus. Da kommen sie raus. So, dann gehen wir wieder auf Steuerfeuer. Der hat gesessen. So, wir bleiben noch ein bisschen hier oben. Wir bleiben noch ein bisschen hier oben, denn ich habe das Gefühl, da wird sich noch ein bisschen was tun. So, das Geschütz hält uns auf jeden Fall. Ja, probieren wir es mal so. Ah, wir können da nicht richtig über die Rüstung schießen. Ah ja, so. Da hast du also jetzt was hingestellt und denkst, das hilft dir. Da bin ich aber anderer Meinung. So, wir müssen mal schauen. Ah, da kommt einer und versucht's. Ja, ich könnte auch ein bisschen Verstärkung gebrauchen. So, ach, da sind ja die Corporals schon. Da geht's also schon los. Da ist ja der Jankovic. Sehr gut. Dann kriegt er hier meine volle Breitseite. Gerne noch einen. So, wie sieht's aus? Haben wir noch Munition? Oh, da wirft wieder einer. Da wirft wieder einer. So, was ist denn mit meiner Luftüberlegenheit? Ach du Schande. Ach der Schande. Das hat gesessen. So. Jetzt haben wir nur noch die Heidi. Wo ist Heidi? Da hinten ist Heidi. Aber das war sie nicht. Das muss Heidi sein. Oh, da unten kommen noch welche raus. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wir haben hier eine überlegene Schussposition. Die werden wir natürlich nicht aufgeben.
Wir kämpfen aus einer überlegenen Position heraus. War das nicht The Rock? So. Dröhnchen, Dröhnchen. Verteil mal Böhnchen. So, wie sieht's aus? Da sind immer noch welche unterwegs, oder nicht? Oder wie, oder was? Okay, nee, da war überhaupt die Heidi noch gar nicht, so wie es aussieht. Da war Heidi noch gar nicht da. Jetzt geht's hier runter. Dann werden wir noch ein bisschen aufsammeln. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Jep. Nehmen wir wieder mit. Nichts passiert, nichts passiert. So, die Drohne können wir eigentlich auch schon mal einpacken. So, das heißt jetzt, wo geht's weiter? Gehen wir einfach den anderen Weg wieder runter, so wie man normalerweise hochgeht. Dann müsste es hier weitergehen. Ja, sieht fast so aus. Haben wir noch irgendwo was? Augenblick mal. Ja, okay, wir haben Munition. Also, dann gehen wir mal weiter. Dann kämpfen wir uns jetzt diesmal langsam nach unten. So, hier können wir ein bisschen auffüllen. Sehr schön, sehr schön. Okay, wie machen wir das am geschicktesten? So, wie weit kommt man denn da hinten rum? Nee, ganz rum kommen wir nicht, gell? Na. Huch. Werden wir mal ein paar Granaten werfen und den da hinten raustreiben. Na, wir hätten vielleicht vorher durchladen sollen. Dann das Ganze nochmal. Ja, du kannst dich da hinten zwar verstecken, aber meine Drohne wird dich schon finden. So, Positionswechsel. Ups. Ach du Schande. Jetzt müssen wir mal schnell runter hier. Oh oh, oh oh. Hallo? Eieieiei. So, wir kommen jetzt am schnellsten hier runter. Jetzt müssen wir nämlich runter. So, Dille. Weil jetzt treiben uns die Kollegen nach unten. Ja, da kommt einer. Aber den hat es schon erwischt, glaube ich. Achso, nee, das ist ja unser Geschütz. Der schießt ja auf jemanden, der da unten ist. Okay. Ah, okay. Nee, da ist keiner hinter uns. Sehr schön. So. Wollen wir nochmal kurz zum Volke sprechen? Oh, ich höre was, ich höre was. Ich höre was. Was Mechanisches. Okay. Aha, okay, wir müssen da. Ja, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich glaube, wir müssen hier einmal rum, gell? So ist die Sache. Wie sieht's denn aus? Unser Geschütz ist im Cooldown. Ja. Okay, alles klar. Freunde, gib mir eine Minute.
Gebt mir eine Minute. Ja, hier ist ja wieder eine Action. Full die Action hier. So, ein kleines bisschen vor, aber da kommt... Ja, klar, wusste ich es doch. Kommt nochmal einer angelatscht. Die kriegen aber auch nicht genug. Ja, da ist jetzt unser Geschütz ein bisschen an der falschen Position. Jetzt kommt's wieder ins Spiel. Okay, da ist noch mehr, da kommt noch mehr. Oder nicht, oder wie, oder was, oder wer, oder wo. Doch. Wir müssten vorgehen. Die nächste Feuerposition. Okay. Gibt's noch was zu mitnehmen? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Da kommen sie schon. Wenn wir das da reinschmeißen, dann schießen die denen in den Rücken. Das finde ich natürlich herzallerliebst. Das hält sie auf Distanz. Das ist gut. Sehr, sehr schön. Das flutscht doch wieder. Kommt wieder so ein Teil hier angeschlappt. Oh, wir müssen aufpassen. Das sind diese hässlichen Teile, die mag ich gar nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich hier vieles nicht mag. So. Dann weiter im Konzept. Ja, aber ich glaube, da geht es nicht hier lang, oder? Da müssen wir... Nee, 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 da geht es nicht hier lang. Haben wir da irgendwas zum Auffüllen? Da gibt es was zum Plündern. Nee, nee, wir müssen hier rum und dann links. Ja, da war auch nochmal was. Und ich höre die schon wieder hier rumrennen. Ja, das ist jetzt eher über uns, glaube ich. Ups, 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 ups. So, und dann werden wir hier mal ein bisschen um den Gang herumgehen. Mal schauen, wie wir dann... Ach, da kommen sie jetzt raus. Okay. Ah, okay, dich habe ich. Wo kriegen wir eine gute Feuerposition? Wo sind wir einigermaßen gedeckt? Ja, Häuserkampf ist übelst. Oh ja, wir müssen aufpassen, dass die uns nicht hinten in den Rücken fallen. Mit Vorsicht und Bedacht müssen wir vorgehen.
So, mein Freund, du kehrst mir nicht den Rücken zu. So, noch mehr. Ja, die rennen hier alle immer mitten rein. Das finde ich gut. Das finde ich soweit ganz gut, diese Taktik. Nee. Können wir darüber nochmal reden? Ah, die kriege ich gar nicht. Ja, die Dröhnchen werden dann wohl kommen. Ich höre da was rechts. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Agent Johnson? Was machen Sie denn hier? Wir sind hier, um Sie heimzuholen. So, jetzt bin ich überlegen. Soll ich vielleicht hier noch was hinschmeißen, sicherheitshalber? Weil die kommen ja jetzt ein bisschen zu mir. Ja, sehr gut, das dachte ich mir. Ja, ja, wirf da nochmal eine Drohne hoch, ne? So, da kommt noch einer. Okay, Freund. Freund Kirsch. Wir sind noch immer nicht bei Bullseye. Bullseye wartet noch auf uns. Also im Moment, muss ich sagen, machen die das eher so selbstmörderisch, würde ich sagen. Also. Aber da kommt noch mehr, oder? Da muss noch mehr sein. Ja, da steht sie. Ah, guck an, da ist sie. Da ist sie. So, ist sie alleine oder haben wir da noch jemanden? Oh, das ist Scharfschütze. Eieieiei, da müssen wir aufpassen. Da können wir nicht wild durch die Gegend rennen. Einmal hier springen. Und dann werden wir sie ein bisschen beschäftigen, indem wir hier zentral... Dankeschön. Ich bringe Jack zurück zum Schloss. Gute Arbeit, Agent. Tja, ich wusste doch, dass man sich auf mich verlassen kann. So, wir packen ein. Räumen wir mal ein bisschen auf. Ich glaube, da oben liegt auch noch ein bisschen rum, oder? Schwuppdiwupp. So, haben wir da oben noch mehr? Nein, der Rest ist unten. Okay, da gibt es noch einiges. Haben wir schon alle Granaten aufgenommen? Tatsächlich. So, was hatte sie denn Feines? Oh, der Reserve-Boomstick. Naja. Hm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir schauen mal und aktualisieren gleich die Karte. Die Fahndung. 70%. 70%. Okay, ich gehe davon aus, wenn wir sie treffen, dann sind wir bei 75%, denn eigentlich, ja, ne? Okay, dann werden wir doch mal schauen. Ja, wir sollen natürlich zurück. Sehr schön, das jetzt aber erstmal ans Tageslicht. Dazu müssen wir, glaube ich, irgendwie hier lang. War das nicht irgendwo hier? Ah, da war es nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Oder geht das gar nicht? In dieser Mission? Also hier sind die Kollegen alle rausgekommen. Und normalerweise kommt man da rein, oder? Tja, das sieht jetzt nicht so aus. Dann würde ich doch sagen, dann müssen wir wohl doch leider eine Schnellreise machen, weil so wie ich das sehe, kommen wir hier aus diesem Ding ja gar nicht mehr raus, ohne weiteres. Also, Schnellreise zum Schloss. Wunderbar, wunderklar.
Und dann schauen wir mal, feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Wo Frau Arnold ist. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, war er Herr Arnold? Ne, oder? Er war doch, glaube ich, Herr Arnold. So, wo treibt sie sich rum? Hier, oder? Die Gutste. Was hat sie uns zu erzählen? Danke, Agent. Mel hätte Manny gekillt, wenn sie nicht gekommen wären. Nach Kenley haben die mich an der kurzen Leine gehalten. Mel implantiert mir ganz sicher einen GPS-Tracker, wenn ich nochmal verschwinde. Danke nochmal. Wenn sie mich brauchen, ich bin im Lager. Breakfast and Coffee Grill. Lager. Also, sie ist fürs Lager zuständig. Einsatz abgeschlossen und auch sie sagt, dass sie Jack heißt. Ich finde es interessant. Außer ich habe natürlich irgendwas nicht mitbekommen. So, jetzt haben wir 75% Zielposition der Anwerber. Uns fehlt nur noch der gute Malik. Und der ist allerdings erst in 3 Wochen verfügbar. Also das heißt, das war es jetzt erstmal wieder hier für The Division 2, der Anwerber. Wir spielen eben diese Fahndung und eine Person müssen wir noch retten, dann werden wir uns um das Primärziel kümmern können. Und das dauert jetzt wieder ein bisschen. Also in der Zwischenzeit gibt es dann auf meinem Kanal natürlich wieder jede Menge Landwirtschaftssimulator oder auch Assassin's Creed zurzeit. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich sage an der Stelle jedenfalls vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder zumindest ein Däumchen. Das wäre herzallerliebst. Ich sage Dankeschön und wir sehen uns dann wieder, wenn es darum geht, den guten Malik zu befreien. Bis dahin, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.